Oh, Sparks, ey, dumme Ziege. Ich glaube sogar Sparks ist männlich. Aber da können ja mal die Leute, die sich mit 2 Euro auskennen, können da ja mal ihren Senf zugeben. Gut, dann holen wir uns jetzt nochmal Feuercraft. Ach so, ich muss den... Du willst diese Fahne also wirklich haben, was, Drache? Zu diesem Bombenspiel gehören aber 2. Los geht's. Bomben des Fahnenwarts ausweichen, Fahne zu Hänsel zurückbringen. Ich dachte... Ich mag das nicht so. Ja, ja. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir müssen den immer runterschießen und dann am Ende einmal zurück komplett. Aber anscheinend müssen wir den runterschießen und dann zurück. Na gut. Ach, scheiße, ich kann da nicht hochgucken. Nein! Immer noch hinter meinen Fahnen, Herr Drache. Jo. Und da der Weg halt... Ach! Da der Weg halt länger ist, wird es halt schwerer. Ach, fick dich doch. Ja, ja, ist gut. Ich hab, glaube ich, vergessen, Palmen anzupacken. Ich könnte auch einfach langsam gehen. Nee, lieber nicht. Anscheinend kann er nicht so gut zielen, wenn ich so schnell bin. Och Mann, ey, das ist doch nicht so schwer. Genau deswegen habe ich diese Aufgabe gehasst. Okay, jetzt noch einmal. Du bist ganz nah dran, Spyro. Nur noch eine Fahne. Ja. Okay. Warum sie mal 3 sein müssen, ne? Ups. Ich werde gerade mal gucken, ob hier hinten noch irgendwelche Palmen sind. Weil wenn nicht, dann ist das nämlich keine Aufgabe. Ich kann auch mal gucken, was passiert, wenn ich auf so eine Palme mit dem Feuerding drauf schieße. Hier ist nämlich keine mehr gewesen. Es hat eben funktioniert.
Ja, ich glaube, wenn ich von unten schieße, dann komme ich nicht so hoch. Oder ich muss mich hier hinstellen. Doch, das geht. Nee. Das geht. Meine letzte Fahne kriegst du nicht so leicht, du lila Biest. Was? Never. Okay, da hätte ich jetzt verstanden, wenn ich getroffen. Ja, gut. Ist doch gut. Mach ich lieber die Probleme mit dem Wagen, was kacke. Gott, das weh. Okay, jetzt können wir hier wieder langsam. Gute Arbeit, Agent Spyro. Wie können wir dich für deine Mühe belohnen? Wie wäre es mit dieser Kugel, die ich im Sand gefunden habe? Danke schön. Und somit wäre schon mal ein beschissenes Level fertig. Sehr schön. Gut, dann fliegen wir jetzt wieder nach Hause. Wo war das denn hier? Ja. Ich mag das nicht. Das ist ein blödes Level. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt das Schneelevel. Mit den kleinen Süßen. Mir fällt das Wort nicht ein. Eskimos. Da war's. Ja, ist das irgendwas mit Eis bestimmt? Kristallgletscher. Ich trinke jetzt erstmal was von meinem schönen Blutorangen-Dings. Okay, wir haben hier noch Feueratem. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Jo. Spyro, die Eiszauberer haben unseren Führer, Shaman Tuk, eingesperrt. Kannst du uns helfen, ihn zu befreien? Er hat unsere Karten für das Hockeyspiel heute im Kolossustal. Ich mag das voll, wie die sich freuen mit ihren kleinen Füßchen. Wenn du auf das Katapult steigst, helfen wir dir über die Kluft. Ja! Okay. Ich möchte aber gerne sehen, ob ich alle wieder anfangen mir mit gegen mich Schneebälle zu schmeißen. Und frieren dann meine Männchen wieder ein. Was auch nicht sehr nett ist. Lass die in Ruhe.
helfen, dir über die Mauer da zu klettern. Oh nee, hier gab's... hier gab's dieses blöde Flugding. Das mag ich nicht. Mit diesen Spinnchen da. Oh, ein Leben. Jetzt muss ich ohne Sparks hier sammeln. Auf jeden Fall machen die uns nichts. Mit ihren drei Äuglein. Ist hier noch irgendwas? Nee. 15. Dann gehen wir mal wieder hoch hier. Da ist wieder der Fettsack. Okay, hier drinnen ist, glaube ich, noch ein. Ist auch noch einer. Ich bin erstmal kalt. Toll. Ah, da bin ich tot. Ja, die Edelsteine bleiben eingesammelt. Das ist gut. Lustig, dass ich nicht getroffen wurde. Da bist du. Ich weiß auch nicht, was das für Hasen sein sollen. Ha! Ha! Ich wusste es, dass da ein anderer noch ist. Ah, da ist noch ein Edelstein. Zwei sogar. Und nochmal. Also zwei, vier. Kamera. Heute nicht mein Freund. So, fliegen wir erst noch hier rüber, würde ich sagen. Okay, dann reden wir jetzt mit Gold, Geld, Fettsack. Hallo, Spyro. Ich könnte es einrichten, dass du diese Brücke für ein, kleines Entgelt überqueren darfst. Ja, komm. Danke, Spyro. Jetzt kann ich dieses Häuschen in Hurrikus kaufen, das ich schon so lange haben wollte. Geh über die Brücke. Irgendwie habe ich das Ding gelber in Erinnerung. Also die Brücke. Auf jeden Fall sieht Geldsack auch ein bisschen merkwürdig von der Farbe her aus. 15. Ja, können wir immer noch nicht machen. Gut, dann machen wir erst hier hinten alles fertig. Doch ein Edelsteinchen einsammeln. Hat er den wieder aufgetaut? Nee, eingefroren meine ich natürlich.